Theo denkt mit. Immer verschwinden Sachen im Kindergarten. Diesmal sind es Theos Gummistiefel, die wie vom Erdboden verschluckt sind. Einfach weg. Der Garderobenplatz ist leer. Und die Erzieherin hat alles durchsucht. Das ganze Haus. Aber die Gummistiefel bleiben verschwunden. Und du brauchst neue, sagt Mama und seufzt. Mama und Theo gehen in den großen Schuhladen mit der Riesenrutsche. Gummistiefel gibt's in allen Farben. Theo will die grell-orangefarbenen. Das ist die Farbe von den Müllmännern, sagt er. Die will ich haben. Theo findet nämlich Müllmänner toll. Die haben so schöne leuchtende Anzüge an, die kann man sogar in der Nacht erkennen. Und Opa sagt, Müllmänner, das sind Helden, weil sie den ganzen Abfall entsorgen, den die Leute machen. Leider sind die Müllmänner Heldengummistiefel etwas teurer als die anderen. Und dann verschwinden die wieder einfach, mault Mama. Nein, nein, also diesmal passe ich auf, verspricht Theo. Am liebsten will er die Müllmänner-Gummistiefel gleich anbehalten. Mama will noch ein bisschen in der Damenabteilung schauen und Theo mag das überhaupt nicht, wenn Mama Klamotten oder Schuhe betrachtet. Die ist dann wie ein Hund, findet er. Mal schnuppert sie da, mal schnuppert sie dort und alles dauert ewig. Schrecklich langweilig ist das. In dem Schuhladen mit der großen Rutsche lässt sich aber aushalten. Hier kann sich Theo wenigstens die Zeit vertreiben, während Mama die ganzen Schuhe anprobiert. Mindestens 100 Paare hat sie schon angehabt. Die sind toll, sagt Mama und sieht sich ihre Füße in einem Spiegel an. Sie stecken in hellbraunen Stöckelschuhen. Wie langweilig, denkt Theo. Gegen seine Gummistiefel ist das aber gar nichts. Ja, und bequem sind sie auch, sagt Mama zu der Verkäuferin, die nickt begeistert. Solche habe ich ja schon immer gesucht, strahlt Mama. Und auch noch runtergesetzt, sagt die Verkäuferin. Sie haben so ein Glück. Das ist nämlich das letzte Paar in ihrer Größe. Mama nickt ganz verzückt. Und so bequem, wiederholt sie und dreht sich vor dem Spiegel. Theo hört sich von der Rutsche aus alles an. Können wir jetzt endlich gehen? Fragt er. Mama nickt wieder. Wir müssen nur noch zahlen. Das ist also wirklich ein guter Schuh, sagt die Verkäuferin, als sie alles einpackt. Mein Gummistiefel ist auch ein guter Schuh, sagt Theo. Ja, aber natürlich, sagt die Verkäuferin und schenkt Theo noch ein Päckchen Gummibärchen. Mama lächelt selig und sieht sehr glücklich aus. Schick, oder? Mama streckt ihren Fuß mit dem neuen Schuh dran von sich und zeigt ihn Papa. Hast du nicht schon solche? Fragt Papa. Nein, protestiert Mama. Hellbraune wollte ich schon immer haben und nie habe ich gute gefunden. Sie dreht sich im Wohnzimmer. Die ziehe ich gleich morgen zur Arbeit an. Meine Gummistiefel sind aber die besten, sagt Theo und stiefelt zufrieden durch die Wohnung. Darauf schreiben wir jetzt erstmal deinen Namen und am besten auch noch die Adresse. Mama holt einen dicken schwarzen Stift aus der Schublade. Der ist wasserfest, sagt sie. Sie schreibt Theo und seinen Nachnamen und seine Adresse. Der Stift schreibt schön dick und quietscht ein bisschen dabei. Die Buchstaben sehen groß und stark aus. Mama malt noch einen kleinen Maulwurf an die Seite. Ja, das kann sie gut. Den Stift lässt Mama auf dem Tisch liegen. Theo betrachtet ihn lange. Der kann zaubern, denn der ist wasserfest. Nicht so wie Theos Malstifte, die verwischen können. Zu gern möchte Theo auch mal mit diesem Stift malen. Er zieht den Deckel ab. Der Stift riecht auch ganz anders als seine Malstifte. Irgendwie nach Tankstelle, findet er. Was könnte ich denn mal malen? Flüstert er. Er macht einen kleinen Strich auf seinen Finger.
Ja, abwischen kann er den Strich jetzt nicht mehr. Auch mit Spucke bleibt das Schwarze genauso, wie es war. Und jetzt weiß Theo, was er malen kann. Mamas Schuhe, die müssen ja auch noch beschriftet werden. Nachher verschwinden die noch bei der Arbeit, denkt Theo. Er läuft ins Schlafzimmer, die Schuhe liegen in der Schachtel, auf dem großen Bett. Theo holt sie aus dem Karton. Mama hat sie noch gar nicht beschriftet, flüstert Theo. Sie hat bestimmt auch keine Zeit dafür gehabt. Kurz zögert er. Er hat irgendwie so ein Gefühl im Bauch. Ein Gefühl, als sollte er den Stift eigentlich wieder verschließen und auf den Tisch legen. Aber Theo muss jetzt etwas mit diesem Stift malen. Buchstabiert Theo. Er versucht ganz gleichmäßige Buchstaben zu malen. Mit dem dicken Stift macht das richtig Spaß. Das sieht gut aus, sagt Theo. Er möchte gern noch was auf die Schuhe malen, damit Mama sich freut. Aber einen Maulwurf kann er nicht. Raketen. Ich kann gut Raketen, findet Theo. Auf jede Fußspitze malt er eine schöne Rakete mit runder Luke und einem Feuerschweif. Ja, das gelingt ihm prima. Theo betrachtet sein Werk. Noch nie hat er so schöne Raketen gemalt. Er ist sehr zufrieden. Aber dann steigt plötzlich dieses Gefühl wieder auf, also tief unten, so aus dem Bauch. Zieht Mama bei der Arbeit überhaupt ihre Schuhe aus? Überlegt Theo. Nein, das tut sie nicht. Also kann auch keine andere Frau im Büro die Schuhe verwechseln. Oh nein, entfährt es Theo. Er fasst sich an die Stirn. Ihm stockt der Atem. Wie kann ich das wieder abmachen? Denkt er. Er leckt den Zeigefinger an und reibt über die Raketen. Nichts. Außer, dass das Leder auch noch Flecken bekommt. Theo wird ganz schwindelig. Das gibt Ärger. Mega Riesenschreckensärger. Am liebsten würde er schrumpfen und in einem Mauseloch verschwinden. Schnell legt er die Schuhe zurück in den Karton, schließt den Deckel und schiebt alles unter das große Bett. Nichts wie weg hier, denkt Theo. Er läuft rüber zu Opa. Aber das schlechte Gefühl im Bauch kommt immer mit. Der Augenblick wird kommen. Der Augenblick, in dem Mama ihre Schuhe sucht. Dann wird sie rufen, hat jemand meinen Karton gesehen? Theo seufzt. Er hört Mama. Sie räumt irgendwas auf. Er hört ihre Schritte, wie sie Richtung Schlafzimmer ging. Er erinnert sich, was die Verkäuferin alles Tolles über die Stöckel gesagt hat. Das letzte Paar, also so günstig, so schön und so bequem. Am liebsten würde er losheulen. Bringt aber nix, flüstert Theo. Er läuft in sein Zimmer, steigt auf einen Stuhl, damit er an das Regal herankommt. Dort oben steht sein Sparelefant. Der hat inzwischen ein stolzes Gewicht. Fast alles Geld, das er von Oma und Opa bekommt, steckt Theo da hinein. Er streicht mit seiner Hand über den Rücken des Sparelefanten. So viel Geld, denkt er und überlegt kurz, was er sich davon alles kaufen könnte. Mama ruft: Theo, hast du meine Schuhe gesehen? Theo geht ins Schlafzimmer, den Elefanten unterm Arm. Also, hier habe ich sie hingelegt, sagt Mama. Und jetzt sind sie weg. Wortlos hält Theo Mama den Sparelefanten hin. Sie schaut ihn erstaunt an. Was soll ich denn damit? Fragt sie. Theo kniet sich vor das große Bett, zieht den Schuhkarton hervor und stellt ihn auf die Decke. Was soll das denn? Theodor? Mama scheint langsam zu begreifen, dass Theos Verhalten nichts Gutes zu bedeuten hat. Theo lässt den Kopf hängen. Mama nimmt den Deckel des Kartons ab. Entsetzt reißt sie die Augen auf. Die schnappt nach Luft. Meine Schuhe, stammelt sie. Damit sie nicht verschwinden, bringt Theo hervor. Unsere Adresse kann ich noch nicht schreiben. Sprachlos
setzt Mama sich auf das Bett. Theo legt ihr den Sparelefanten in den Schoß. Kannst du alles haben, sagt er kleinlaut. Theodor, sagt Mama. Sie sieht ganz unglücklich aus. Meine neuen Schuhe. Du kannst meine Gummistiefel den Müllmännern mitgeben. Ich lauf dann barfuß, haucht Theo. Er würde alles tun, damit Mama weiß, dass es ihm so leid tut. Du kannst alle meine Schuhe wegtun, schlägt er vor. Ach, Theo, seufzt Mama. Ich glaube, ich muss gar nichts sagen, oder? Nein, musst du nicht, sagt Theo. Meine schönen Schuhe. Fast weint Mama. So kommt es Theo jedenfalls vor. Sie sieht ganz verzweifelt aus, aber sie hat keine Tränen in den Augen. Theo und Mama hocken wortlos nebeneinander. Keiner bringt was heraus. Theo fühlt sich wie versteinert und dann räuspert sich Mama. Die Raketen sind dir ja gut gelungen. Sie blickt auf die beiden Schuhe in ihren Händen. Wieder sieht sie aus, als würde sie gleich weinen, nur ohne Tränen. Aber wenn du jemals wieder etwas anderes bemalst als ein Stück Papier, Mama sieht Theo so scharf an, dass sie Brot mit ihrem Blick schneiden könnte, dann reiß ich dir den Kopf ab. Theo nickt erleichtert. Kopf abreißen, ah, das geht ja noch, findet er. Er steht auf, fällt Mama in die Arme und drückt sie ganz fest. Dabei muss er einmal ganz tief von innen seufzen.